Überstunden, Scheuen, zuverlässig, Voraussetzung, anspruchsvoll, Herausforderung, Kundenumgang, geduldiges, freundliches Auftreten, gepflegtes Äußern, Hallo, guten Tag, dobrodošli u novu video lekciju. Ovo vam je video lekcija s jedne strane da naučite neke, da kažemo, malo teže riječi, B1, 2, vokabular vezan za posao. Međutim, i da vam dam ideju i da vas malo ohrabrim kako se nove reči moraju usvajati. Naravno, u osnovi svega toga jeste ponavljanje, dakle jasno, glasno izgovaranje što više puta istih reči u kontekstu najbolje, dakle ne samo liste reči izolovane, već u kontekstu u rečenici, ne mora to da uvek bude cela rečenica, može da bude samo deo rečenice. Vidjet ćete kako sam ja sada u ovom videu radila, nadam se da će vam se dopasti, krećemo odmah. Den Arbeitsplatz wechseln. Den Arbeitsplatz wechseln. Promeniti radno mesto. Dakle, želim da promenim posao u suštini. Ich will meinen Arbeitsplatz wechseln. Ich will meinen Arbeitsplatz wechseln. Zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Dakle, slučajno, zufällig, eine Anzeige, jedan oglas, im Internet, na internetu, gelesen, pročitala. Dakle, možemo reći, ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Ich will meinen Arbeitsplatz wechseln und ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Dakle, pokušavamo da povežemo i da napravimo priču. Ich will meinen Arbeitsplatz wechseln und ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Höchst interessant. Höchst interessant, dakle veoma, veoma zanimljivo. Sehr interessant, höchst interessant. Dakle, verovatno taj oglas. Die Anzeige je bio veoma interesantan za mene. Die Anzeige war höchst interessant für mich. Die Anzeige war höchst sehr, sehr interessant. Es ging um, radilo se o. Dakle, es geht um, radi se o. Es ging um, radilo se o. Dakle, u pitanju je preterit od glagola gehen. Ali ne prevodimo ga sa ići, nego s ovim predlogom um, es geht um, prevodimo sa radi se o. Ako hoćemo da pitamo o čemu se radi, pitamo worum geht es, ili o čemu se radilo. Worum ging es? Worum ging es? Es ging um, zum Beispiel um einen höchst interessanten Job. Es ging um einen, akuzativ, höchst interessanten Job. Dakle, ich will meinen Arbeitsplatz wechseln, ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen und die Anzeige war sehr oder höchst interessant. Es ging um einen sehr interessanten Job. Wo? In einem bekannten 5-Sterne-Hotel. Dakle, u jednom bekanntem poznatom 5-Sterne hotel, hotelu sa 5 zvezdica.
Der Stern je zvezda. Also, in einem bekannten Fünf-Sterne-Hotel. Dakle, ovdje imamo dativ. Zato što odgovaramo na pitanje wo. Gde? In einem hotel. In einem bekannten hotel. In einem bekannten Fünf-Sterne-Hotel. Also, zufällig habe ich eine Anzeige im Internet gelesen. Es war höchst interessant und es ging um einen Job. Radilo se o jednom poslu. Es ging um einen Job. Wo? In einem bekannten Fünf-Sterne-Hotel. Okay? Što je dalje? Die Anforderungen sind sehr hoch. Die Anforderungen sind sehr hoch. Znači, oni neki zahtevi. Znači, što se zahteva od budućih radnika. Zahtevi su veoma visoki. Die Anforderungen sind sehr hoch. Zašto? Pa zato što je to ein bekanntes Hotel. Das ist ein bekanntes Hotel, nominativ. Das ist ein bekanntes Fünf-Sterne-Hotel. Und deshalb sind die Anforderungen sehr hoch. Natürlich sind die Anforderungen sehr hoch. Aber ich erfülle alle diese Voraussetzungen. Ich erfülle alle diese Voraussetzungen. Ja, ispunjavam sve te, hajde da kažemo, uslove ili preduslove. Voraussetzen, etwas voraussetzen, znači nešto se unapred postavi i ako vi to završite, odradite, znači vi možete da budete primljeni na to radno mesto. Ich erfülle alle diese Voraussetzungen, also zum Glück, srećom, zum Glück, erfülle ich diese Voraussetzungen. Ili iako su zahtevi bili visoki, obwohl die Anforderungen sehr hoch sind, erfülle ich alle diese Voraussetzungen. Znači ove Anforderung i ove Voraussetzung u suštini, znači nisu sinonimi, ali imaju slično značenje. Znači nešto što se zahteva od vas da imate u smislu nekog znanja, nekog erfaringa, iskustva da bi se prijavili za jedan Fünf-Sterne hotel. Dakle, ajmo samo još jednom da kažemo što sam ja htjela. Ja sam htjela den Arbeitsplatz wechseln. Ich wollte den Arbeitsplatz wechseln und ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Die Anzeige war höchst interessant. Es ging um einen Job in einem bekannten Fünf-Sterne-Hotel. Die Anforderungen waren sehr, sehr hoch, aber zum Glück konnte ich alle diese Voraussetzungen erfüllen. Mindestens zwei Sprachen fließend sprechen. Mindestens zwei Sprachen fließend sprechen. Znači najmanje dva jezika tečno govoriti. Mindestens zwei Sprachen fließend sprechen. Koristi se veoma često i reč beherrschen, znači vladati sa dva strane jezika. Sprachen beherrschen, a da vladati. Sprachen, sprechen, jednostavno. Dakle, da kažemo mora se, man muss, mindestens zwei Sprachen fließend sprechen. Dakle, to je, recimo, to je Voraussetzung. Aber ich erfülle diese Voraussetzung, weil ich Englisch und Spanisch fließend spreche, zum Beispiel. Dakle, ja ispunjavam ovaj uslov jer ja govorim neka dva jezika. Ich erfülle diese Voraussetzung, weil ich Spanisch, Englisch und Deutsch fließend spreche. Okay.
eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren. Eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren. Znači, iskustvo. Erfahrung, Berufserfahrung, znači iskustvo u tom poslu. Od mindestens, najmanje, 5 godina. Eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren. Znači, možemo da kažemo da je to isto neki Voraussetzung. Znači, neki preduslov. Koji su bili Voraussetzungen? Zwei Fremdsprachen fließend sprechen und eine Erfahrung von mindestens 5 Jahren haben. Also, ich erfülle diese Voraussetzungen. Je ispunjam te uslove, ich erfülle diese Voraussetzungen, weil ich zwei Fremdsprachen sprechen kann und weil ich Erfahrung in diesem Bereich habe. U ovoj oblasti, ich habe Erfahrung in diesem Bereich. Mogu da kažem, imam i habe 5 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Onda Voraussetzung, još jedan je ein gepflegtes äußeres haben. Ein gepflegtes äußeres haben, znači negovani, da izgledate negovano, imati jedan negovani izgled. Sich äußern je kao izraziti se, a ovde je äußeres kao aussehen. Znači, ein gepflegtes äußeres haben, das ist auch eine Voraussetzung, die ich auch erfüllen kann. Koji ja također ispunjavam. Ich habe ein gepflegtes äußeres. Zatim, Erfahrung mit Kunden Umgang haben. Erfahrung mit Kunden Umgang haben. Znači, imati iskustva u, da kažemo, ophođenju sa klijentima. Umgang. Znači, mit jemandem umgehen, znači da se dobro snalazite sa ljudima, mit Leuten umgehen. To je taj umgang. Also, Erfahrung mit Kunden Umgang haben. To je također, znači, bio Voraussetzung und ich habe Erfahrung mit Kunden Umgang, što znači radio sam ranije sa klijentima. Ich habe früher mit Kunden gearbeitet. Und ich habe Erfahrung mit Kunden Umgang. Ein freundliches und geduldiges Auftreten haben. Ein freundliches und geduldiges Auftreten haben. Auftreten, zum Beispiel, može značiti nastupati, auftreten kao nastup, znači imati ljubazan, istrpljiv nastup, u smislu sa ljudima se obhoditi ljubazno i strpljivo. Auftreten se koristi kad neki band nastupa, recimo tu i tu, to je isto auftreten. Ein freundliches, ein geduldiges auftreten haben. Imali smo tu dosta prideva. Rekli smo ein, pa su bili srednjeg roda. Ein gepflegtes äußeres. Ein freundliches. Onda smo površno obojeni. Samo sekund. Ein freundliches und geduldiges auftreten haben. Und Erfahrung mit Kunden Umgang haben. Znači, šta se moraš da imaš? Man muss eine Berufserfahrung haben. Man muss ein gepflegtes Äußeres haben. Man muss Erfahrung mit Kunden Umgang haben. Man muss ein freundliches und geduldiges Auftreten haben. To nije kraj. Man muss zuverlässig und verantwortlich sein. Zuverlässig und verantwortlich sein. Zuverlässig. Pause dann. Und
kažemo biti, biti pouzdan i verantwortlich, odgovoran. Also, kannst du diese Voraussetzungen erfüllen? Bist du zuverlässig? Bist du verantwortlich? Ja, natürlich bin ich zuverlässig und verantwortlich. Also, ich erfülle auch diese Voraussetzungen. Ich bin zuverlässig, ich bin verantwortlich. Überstunden nicht scheuen. Überstunden nicht scheuen. Bukvalno, ne plašiti se prekovremenog rada. Überstunden nicht scheuen. Keine Angst vor Überstunden haben. Man soll keine Angst vor Überstunden haben. Und nur man soll Überstunden nicht scheuen. Znači, da možeš, da hoćeš da radiš Überstunden. A po mogućstvu i da ih ne naplaćuješ, Überstunden nicht abrechnen. Da radiš za džabe. Ok. Dalje, offen für flexible Arbeitszeiten sein, naravno. Offen für flexible Arbeitszeiten sein, znači biti otvoren prema fleksibilnom radnom vremenu. Ako bukvalno prevedemo. Znači, man soll offen für flexible Arbeitszeiten sein. Manchmal arbeitet man morgens, manchmal arbeitet man auch nachts, ab und zu nachmittags. Also, die Arbeitszeiten sind flexibel und man muss offen dafür sein. Und man soll Überstunden nicht scheuen. Und offen für flexible Arbeitszeiten sein. Man muss zuverlässig verantwortlich sein. Man muss ein freundliches und geduldiges Auftreten haben. Man muss Erfahrung mit Kundenumgang haben. Man muss ein geflecktes Äußeres haben. Man muss eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren haben. Man muss mindestens 2 Fremdsprachen fließend sprechen. Also die Anforderungen sind sehr hoch. Aber zum Glück kann ich alle diese Voraussetzungen erfüllen. Berufserfahrung, geflecktes Äußeres, Erfahrung mit Kundenumgang, freundliches und geduldiges Auftreten, zuverlässig verantwortlich sein, Überstunden nicht scheuen, offen für flexible Arbeitszeiten sein. Also, kao zaključak, die Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Die Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Dakle, posao je veoma zahtevan. Die Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Anspruchsvoll. Aber ich suche Herausforderungen. Ich suche Herausforderungen. Dakle, ja sam u potrazi, tražim izazove. Ich suche Herausforderungen. Also, obwohl, iako je Arbeit, obwohl die Arbeit sehr anspruchsvoll ist, obwohl es so viele Voraussetzungen gibt, für mich ist das okay, weil ich Herausforderungen suche. Ich suche Herausforderungen. Und sich um diese Stelle bewerben, znači prijaviti se za ovo radno mesto. Ich möchte mich um diese Stelle bewerben, obwohl es so viele Voraussetzungen gibt. Obwohl die Arbeit sehr anspruchsvoll ist, will ich mich um diese Stelle bewerben, weil ich Herausforderungen suche. Mein Lebenslauf wird von mir immer aktualisiert. Mein Lebenslauf wird von mir immer aktualisiert. Znači, moja biografija
Ovde wird aktualisiert, pasiv, znači da ja svoju biografiju, svoj CV stalno aktualizujem. Ja svoj CV stalno aktualizujem u nedostatku trenutno bolje reči, vi nađete nešto bolje. Znači, mein Lebenslauf wird von mir immer aktualisiert, pasivna rečenica, ili ich aktualisiere immer mein Lebenslauf. Znači, hoće da kaže, ich bin bereit, Lebenslauf zu schicken. In gleich an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten. In, misli se na Lebenslauf. In gleich an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten, znači njega, odnosno nju, moju biografiju. Odmah na datu adresu weiterleiten, proslediti. In den Lebenslauf gleich an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten. Und jetzt heißt es nur abwarten und hoffen. Jetzt heißt es nur abwarten und hoffen. Dakle, sada ostaje, da kažemo, samo čekati i nadati se. Jetzt heißt es nur abwarten und hoffen. Abwarten und hoffen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn es endlich klappen würde. Ich würde mich riesig freuen, wenn es endlich klappen würde. Znači konjunktiv 2. Ja bih se veoma radovala. Wenn es endlich klappen würde, kada bi se to konačno dobro završilo, da kažemo, kad bi se uklopilo klappen. Ich würde mich riesig freuen. Ich freue mich riesig, riesig znači ogroman. Ich freue mich riesig, veoma se radujem. Ich würde mich riesig freuen, wenn es endlich klappen würde. Aber ich mache mir Gedanken, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken, brinem se. Ich mache mir Gedanken, ich mache mir Sorgen. Wie könnte mein jetziger Chef auf eine eventuelle Kündigung reagieren? Wie könnte mein jetziger Chef auf eine eventuelle Kündigung reagieren. Znači, kako bi moj sadašnji šef mogao da reaguje na eventualni moj otkaz, kündigung, otkaz. Vi könnte, znači opet je to konjunktiv 2, vi könnte er, mein jetziger šef, auf eine eventuelle kündigung reagieren. Reagieren auf, reagovati na. Wie könnte er darauf reagieren? Kako bi on mogao na to da reaguje? Ne znamo, vidjet ćemo. Znači, kündigen je, dati otkaz, kündigung je otkaz kao imenica. Znači, ovako i još 100 puta više, da što više da se puto izgovori, da se ponovi, da se prepiše, da se zapiše, nema apsolutno drugog načina da sve ove malo teže, da kažemo, reči uđu u glavu da počnu da se koriste. A sad ćemo još jednom zajedno da prođemo kroz njih, da pročitamo. Pravit ću rečenice. Znači, ich möchte meinen Arbeitsplatz wechseln. Ich möchte meinen Arbeitsplatz wechseln. Ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Ich habe zufällig eine Anzeige im Internet gelesen. Die Anzeige war höchst interessant. Die Anzeige war höchst interessant. Es ging um
einen Job in einem bekannten Fünf-Sterne-Hotel. Es ging um einen Job in einem bekannten Fünf-Sterne-Hotel. Die Anforderungen sind oder waren sehr hoch. Die Anforderungen sind sehr hoch. Aber ich erfülle alle diese Voraussetzungen. Ich erfülle zum Glück alle diese Voraussetzungen. Man soll mindestens 2 Sprachen fließend sprechen oder können. Man soll mindestens 2 Sprachen fließend können. Man soll eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren haben. Man soll eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren haben. Man soll ein geflecktes Äußeres haben. Man soll ein geflecktes Äußeres haben. Man soll Erfahrung mit Kundenumgang haben. Man soll Erfahrung mit Kundenumgang haben. Man soll ein freundliches und geduldiges Auftreten haben. Man soll ein freundliches und geduldiges Auftreten haben. Man soll zuverlässig und verantwortlich sein. Man soll zuverlässig und verantwortlich sein. Man soll Überstunden nicht scheuen. Man soll Überstunden nicht scheuen. Man soll offen für flexible Arbeitszeiten sein. Man soll offen für flexible Arbeitszeiten sein. Diese Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Diese Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Aber ich suche Herausforderungen. Ich suche Herausforderungen. Deshalb bewerbe ich mich um diese Stelle. Ich suche Herausforderungen. Deshalb bewerbe ich mich um diese Stelle. Mein Lebenslauf wird von mir immer aktualisiert. Mein Lebenslauf wird von mir immer aktualisiert und ich kann ihn gleich an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten. Ich kann ihn gleich an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten. Jetzt heißt es nur abwarten und hoffen. Jetzt heißt es nur abwarten und hoffen. Ich würde mich riesig freuen, wenn es endlich klappen würde. Ich würde mich riesig freuen, wenn es endlich klappen würde. Ich mache mir Gedanken. Ich mache mir Gedanken, wie mein jetziger Chef auf eine eventuelle Kündigung reagieren könnte. Ich mache mir Gedanken, Sares, wie mein jetziger Chef auf eine eventuelle Kündigung reagieren könnte. Ja, das ist alles. Okay, nastavite sad, nemojte da prekidate. Vraćajte i odvijajte više, više, više puta. Sve to uđe u uši. Auf Kündigung reagieren. Auftreten, zuverlässig, verantwortlich, Voraussetzungen, anspruchsvoll, sve te reči moraju znati za B1 i B2. Ako vam se video dopao, pritisnite like i subscribe.